So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, wo wir denn heute, sag mal, versuchen wollen, ein paar Siege mal wieder zu kreieren. Und dafür nehmen wir dann jetzt, sag auch mal, Naruto im Baryon-Modus, Kawaki und Momoshiki. Wobei natürlich wir jetzt erstmal die Farbe ein bisschen angepasst haben, weil die goldene Farbe, die sieht er, sagt doch schon, recht gut aus. Des Weiteren haben wir jetzt erstmal an der Stelle auch ein bisschen, ja, was geschnitten, um, er sagt, die Ladezeiten oder besser gesagt die Wartezeiten ein bisschen zu verkürzen, falls das Ganze jetzt, er sagt, doch ein bisschen zu lange dauern sollte. So, und jetzt erstmal, im Groben würde ich jetzt, sag mal, sagen, die altübliche Teamformation mit ein bisschen, ja, Anpassung, würde ich mal sagen. Denn, ja, Minato wiederbelebt, Edo Tensei, sieht man, er sagt ziemlich häufiger online. Dann, sowieso Sasuke, unterstützender Kage, sieht man, er sagt auch sehr häufig. Und ja, Naruto Baryon-Modus. Ja, allgemein sehe ich ihn, er sagt, nicht gerade so häufig, wenn ich, er sagt, spiele. Aber, nun ja, man hat, er sagt, da jetzt auch mal gesehen, es war schon ein bisschen länger her, wo ich ihn, er sagt, in einem Part mal genommen hatte. Aber wie dem auch sei, ich denke, sag mal, es ist ja auch nicht verkehrt, so eine Teamformation auch mal wieder zu bringen. Mit Naruto, Baryon-Modus und Kawaki. Momoshiki ist jetzt, sag, an der Stelle auch ein bisschen, tja, gewagt, würde ich mal sagen. Aber vor allem ist er jetzt erstmal hier dafür da, um, sag mal, sein Feuer-Jutsu auf den Gegner abzufeuern. Was, sag, auch eine kleine Verfolgung hat. Und generell, die beiden hier haben ja sowieso eine gemeinsame Verbundtechnik, wie man ja auch gesehen hatte. Dadurch natürlich auch die Farbe ein bisschen angepasst von der Kleidung. Und ja, dort habe ich es, er sagt, auch mal wieder so hingekriegt, dass ich hier aus irgendeinem Grund einen Chakra-Sprint nach hinten gemacht habe. Das geschieht, er sagt, nun wirklich, er sagt, ziemlich unbewusst. Naja, an der Stelle war Kawaki, er sagt, schneller gewesen. Bis dann. Und so haben wir das Blatt natürlich nochmal schnellstens gewendet. Mhm. Zu Anfang sah es, sagt, danach aus, als würden wir, er sagt, verlieren. Aber am Ende waren wir es, die Triumphierten. Und die, sagt mal, wieder eine Wurftechnik reingelaufen sind. Mhm. Auch mehr standardmäßig als sonst was für uns. Aber egal, wir haben jetzt, sagt, auch mal wieder eine klitzekleine Combo Folge, sag jetzt auch gemacht, oder besser gesagt, eine Trefferfolge. Und war, er sagt, auch mal wieder nicht in der Lage, rechtzeitig zu blocken. Aber egal, der Feuervogel hat jetzt wenigstens getroffen. Der Flug des Phönix war erfolgreich gewesen. Wenn ich mich eigentlich recht entsinne, so hieß eigentlich auch ein recht alter Kinofilm. Also jetzt, er sagt, recht alt. Boah, ja, der Flug des Phönix. Das ging, er sagt, damals, er sagt, wo, glaube ich, er sagt, auch um abgestürztes Flugzeug in der Wüste. Hm. Wenn ich mich, er sagt, recht entsinne. War nett gewesen. Das kann nicht dein Ernst sein, Schwächling. Nun ja, da sind, er sagt, meine Spieler, er sagt, jetzt auch mal wieder ein bisschen zu überheblich. Muss man, er sagt, sagen. Denn wir hätten, er sagt, auch zu Anfang das Duell verlieren können.
Aber wie dem auch sei, in der Revanche ist jetzt der Sakir sowieso wieder drinne. Da können dann Sakir sowieso Naruto im Baryon-Modus, Kawaki und Momoshiki mal zeigen, was sie drauf haben. Auf die Idee, Sakir die beiden Sakir im Team zu packen oder Sakir auch Momoshiki reinzupacken, hatte ich Sakir, als ich Sakir mal ein Team gesehen habe auf YouTube mit Jigen, Kawaki und Momoshiki. Und wieder Sakir habe ich es hingekriegt. Auch wenn ich es gesagt nicht wollte, einen Chakra-Sprint nach hinten zu machen. Tja, das war auf jeden Fall ein schneller Rückzug. Aber ja, wie schon gesagt, ich hatte letztens auch ein Video gesehen mit der Teamformation Jigen, Kawaki und Momoshiki. Aber da Jigen und Kawaki generell keine Verbundtechnik haben und generell auch mir die Kombination an sich ja auch nicht gerade so sehr gefällt, dann sag hier mit Baryon, Naruto und wieder Chakra Sprint nach hinten. Sehr unpassend, dass ich sowas hinkriege. Aber wie dem auch sei. Generell Momoshiki wollte ich auch irgendwann mal nehmen. Also dann jetzt eher mehr als unterstützender Charakter, der vielleicht auch mal in der Lage sein wird, hier und dort mal sein Ultimate einzusetzen. So oder so brachte das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Generell im nächsten Part kommt dann sowieso endlich mal die Teamformation, die ich sowieso auch mal seit längerer Zeit mal ausprobieren wollte. Indem ich dann ein paar Jinju-Kräfte, Jinchuriki, ins Team dann nehmen, um mal zu sehen, wie das dann so wird online gehen. Wollte ich dann sowieso seit längerer Zeit schon mal machen. Dann als nächstes wird es auch mal so langsam ist ja Zeit, dass ich das Fluchmal auch noch mal ein bisschen weiter einsetzen werde. Aber ich denke, anstelle des Otto-Quartetts mache ich daraus jetzt auch mal eine klitzekleine Mischung, würde ich mal sagen. Okay, es werden sowieso zwei Mitglieder des Otto-Quartetts dann sowieso auch mit dabei spielen, aber die dritte Person ist dann Kimimaro. Den wollte ich eigentlich sowieso seit längerer Zeit schon mal spielen, weil sowieso ein Gedanke gewesen ganz zu Anfang des Let's Plays. Hatte ich ja bis jetzt noch kein einziges Mal ausprobiert. Ne, kein einziges Mal. Da denke ich mir, das könnte doch jetzt so langsam sicher mal Zeit sein, dass Kimimaro mal zum Einsatz kommt. Und ja, bedauerlicherweise wird es dann keine Verbundtechnik des Otto-Quartetts geben, wenn Kimimaro im Team ist. Aber hey, probieren wir das Ganze halt mal aus. Demnächst natürlich. Denn das Video mit Sakon und Ukon, dann sowieso mit Kimimaro, wie es schon erwähnt, und dann mit Kidomaro, sah eigentlich nicht so schlecht aus, wie das gespielt wurde. Natürlich, ich kriege es nicht so hin. Das steht ja so von vornherein schon mal fest. Ist ja natürlich sehr klar. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Generell dauert es jetzt auch nicht mehr allzu lange, bis dann sowieso auch der Rikudo Zennen dann ins Spiel sowieso eingefügt wird. Und er kriegt dann sowieso auch mit seinen Söhnen Indra und Ashura. Und ja, ich sage immer noch Indra, weil das ist sowieso auch der bessere Name als Indora. Hört sich irgendwie immer noch komisch an. Aber auf alle Fälle kriegen die drei auch eine Verbundtechnik dann spendiert. Und ich sag mal so, wenn diese Verbundtechnik dann gestartet wird, sieht es eigentlich wirklich so aus, als würde die Erde am Ende überhaupt nicht mehr existieren, wenn das so weitergeht.
Aber nun gut, ob man ehrlich gesagt nun die DLC-Charaktere einzeln kaufen kann oder ob man ehrlich gesagt nun wirklich einfach, naja, den Season Pass braucht, das würde man jetzt ja sowieso auch erstmal am 25. Januar dann überhaupt sehen. Ein Gott und ein Sterblicher. Tja, wenn er meint. Aber auf alle Fälle muss man das dann sowieso auch mal sehen. Kann man also die DLCs oder DLC-Charaktere einzeln kaufen oder muss man also wirklich 25 Euro für den Season Pass ausgeben? Denn generell sieht es ja eigentlich ja danach aus, als müsste man also den Season Pass kaufen, um die DLC-Charaktere zu kriegen. Nun ja, ist dann auf jeden Fall vielleicht eine Kostenersparnis, aber tja, mal sehen, mal sehen. Entweder besorge ich mir, er sagt, noch den Season Pass oder vielleicht kann man auch die Charaktere einzeln kaufen. Ich nehme nie aber zurück, so aktuell gehe ich mal eher nicht davon aus, das ist mein Weg des Ninja, dass man die DLC-Charaktere einzeln kaufen kann. Wäre zwar nun wirklich schade, aber tja. Erstmal abwarten. Erstmal abwarten. Und generell das, was ich bis jetzt sowieso auch gesehen habe von Kagoromo, Utsuki, also Nerikudo Sennen, sah jetzt beim besten Willen nicht allzu schlecht aus, muss ich sagen. Das hier allerdings eben war wieder mal ein bisschen schlecht. Denn es gab, er sagt, wieder mal einen Chakra-Sprint nach hinten. Und dann jetzt, er sagt, sowieso auch mal wieder ein paar, ja, Meter, die man, er sagt, zu viel zurückgelegt hat. Nun denn, bei diesem Kampf sieht man also auch mal wieder, dass jetzt hier ein ganz anderes Niveau wieder herrscht, als bei den Kämpfen davor. Generell müsste ich es vielleicht, er sagt demnächst, er sagt auch mal mit einer anderen Tastenkombination auch mal versuchen. Wobei ich, er sagt, dabei auch noch ein bisschen zu faul bin, die Controller-Einstellung ein bisschen umzustellen. Also, dass zum Beispiel das Chakra-Aufladen mit Viereck anstelle mit Dreieck gemacht wird. Denn jetzt, er sagt, an der Stelle jetzt hier, wollte ich, er sagt, ebenfalls nicht einen Chakra-Sprint nach hinten machen. War jetzt, er sagt, auch mal wieder total fehlerhaft gewesen. Und generell, so ein Fan von dieser Absorptionstechnik bin ich eigentlich auch immer noch nicht. Naja, wie dem auch sei, das war jetzt erstmal sowieso auch mal wieder was, was nicht gerade so gut klappte. Unser Block und natürlich, er sagt ja, den Gegner in der Combo locken. Obwohl, das klappt ja sowieso, er sagt nie. Tja, aber generell sehr gut weiterkomme ich, er sagt da ja auch sowieso, er sagt auch nicht, wenn ich erstmal keine Tauschjutsus da habe. Aber ich glaube, da an der Stelle kommt doch, er sagt auch mit den Absorptions Jutsu doch, er sagt auch die Flammen von Sasuke absorbieren, oder? Naja, auf alle Fälle war das jetzt, er sagt auch, war das jetzt der letzte Kampf. Und naja, nicht der letzte Kampf, aber der letzte Kampf gegen den Charakter hier. Gegen den Spieler. Nicht so, dass ihr jetzt also keine Lust gehabt hätte, gegen den nochmal zu spielen. Aber der Gegner wiederum hatte also keinen Bock auf einen weiteren Kampf. Tja, schade. Das sah dann wohl für den Gegner so ein bisschen aus, als würden wir es ihm nicht so leicht machen. Generell, jetzt an der Stelle gab es auch erstmal wieder einen Schnitt. 1 Minute 23 war jetzt, er sagt, noch eine ziemlich lange Wartezeit.
Ich nehme nie etwas zurück. Und ja, jetzt kommt dann erstmal auf zum allerersten Mal eine Situation, mit der ich ja auch nicht gerechnet hätte. Dass ich es ja sag mal schaffen würde. Denn folgendes wird jetzt hier geschehen. Ich werde den Gegner zum Gehen bewegen. Und in diesem Falle natürlich nicht zum Rennen, sondern zum etwas anderen Aufgeben. Auf geht's. Tum, tum. Now here. Naja, da an der Stelle hat man ja jetzt sowieso auch erstmal das Gefühl, dass dieser Gegner ja auch erst angefangen hatte mit dem Spiel. Ansonsten hatte ich generell sogar auch schon mal Gegner auf den Lehrlingsrang gehabt, die sogar auch ja, einen ordentlichen Bedrängnis brachten. Ja, jedenfalls fehlt jetzt der Sack hier nicht mehr allzu viel. Unmöglich. Alles bereit. Ja, generell fehlt jetzt der Sack nicht mehr allzu viel, bis wir dann den Gegner zum Aufgeben bewegen. Und die Situation kommt, der sagt so gleich. Tja, die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Zurück zum Online-Kampfmenü. Tja. War ja eigentlich auch schon ein bisschen unfair. Aber was soll man da sagen? Was soll man da auch machen? Generell. Ich nehme nie etwas zurück, das ist ja sowieso auch ein bisschen bescheuert, dass man keine Möglichkeit hat, den Kampf, selbstständig aufzugeben. Das ist mein Weg des Ninja. Oder generell auch zu entscheiden, wenn man erstmal einen Gegner gefunden hat, ach, gegen den will ich doch lieber nicht spielen. Suche ich lieber einen neuen Gegner. Tja, hatte dann der Sack ja auch nicht. Obwohl, was heißt, der Sack jetzt eigentlich hier auch nicht geklappt? Es gibt ja diese Funktion ja überhaupt nicht. Ansonsten, ja, was kann man der Sack hierzu jetzt auch noch sagen? Generell eine klitzekleine Verbesserung, der Sack, für den Online-Modus könnte es ja auch nochmal sein, dass man der Sack auch wirklich gegen Gegner kämpft. Naja, die der Sack ja auch im gleichen Rang so ungefähr sind. Das wäre dann doch auch keine schlechte Idee. Dass sowas, hinzugefügt werden könnte. Denn allzu häufig spielt man eigentlich dann wirklich nicht, gegen Ninjas im Shunen-Rang. Im Allgemeinen sind es, im Großen und Ganzen entweder, Lehrlinge oder, auch noch Ninjas im Genen-Rang. Natürlich, es gibt ja auch hier und dort auch mal welche, die im Shunen-Rang sind. Aber ist immer noch ein bisschen anders, als man es eigentlich erwartet hätte. So oder so ist jetzt eigentlich der nächste Sieg jetzt schon nah gewesen. Tja, so langsam ist es ja, sollte man doch eigentlich mal denken, dass wir aus ein paar klitzekleinen Fehlern eigentlich lernen würden. Aber in diesem Falle wohl, auch nicht. Aber, hey, eine normale klitzekleine Combo wurde dann jetzt erstmal auch gestartet. Ich bin soweit.
geht's! Fliegender Blitz, Stufe 2! Übernimm für mich! Alles bereit! Auf geht's! Auf geht's! Los geht's! Auf geht's! Ultra! Lass den Gas! Ich bin so weit! Du benötigst wohl meine Hilfe. Auf geht's! Los geht's! Das war's für mich! Tja, und wieder einmal viel zu selten der Durchbruch eingesetzt. Aber macht ja jetzt an der Stelle sowieso auch nichts. Okay, es hat vielleicht jetzt an der Stelle doch was vorzeitig gemacht. Aber Ausgleich. Ausgleich gegen Piker Junior. Aber so gleich mal wieder in das Chidori der himmlischen Hand reingelaufen. Ich schaff das. Du benötigst ja meine Hilfe. Du benötigst wohl meine Hilfe. Wollen wir? Ich bin so sicher. Bist du bereit, Kawaki? Ja. Aus dem Weg. Na gut, an der Stelle haben wir jetzt, sagt den Sieg sowieso auch so gut wie in der Tasche. Würde ich jetzt einfach mal wieder meinen. Da hilft kein Winden. Du bist und bleibst ein Wurm. Er ist, sag mal, wieder so freundlich. Aber wie dem auch sei, dieses Duell wurde dann jetzt, sag auch ein bisschen knapp gewonnen. Aber trotzdem haben wir jetzt noch die Möglichkeit für weitere Rematches und um weitere Punkte zu erlangen. Tja, so kann man natürlich sogar noch mal kurz mal sehen, wie man vielleicht ein bisschen Chakra sprinten kann. Aber wenn man dann mal wieder in Chidori reinläuft, bringen mir auch die meisten Chakra-Sprints eigentlich auch überhaupt nichts. Naja, vorausgesetzt natürlich, man ist ja sogar ein bisschen schneller als der Nutzer des Jutsus. Ja, stimmt ja natürlich. Wenn man selbst ein bisschen schneller ist als der Gegner, der sein Jutsu ausführt, dann könnte das Ganze auch noch klappen. Nun denn, aber im Zweifelsfalle sind wir natürlich immer noch ein bisschen langsamer. Ich schaff das. Auf geht's. Du benötigst wohl meine Hilfe. Auf geht's. Bester Turm aller Zeiten.
mit dir. Auf geht's. Ich bin soweit. Ich tu's. Das. Auf geht's. Ich hab das. Du benötigst wohl meine Hilfe. Nun denn, jetzt kommt allerdings auch mal unser Ultimate mit Barrier Naruto zum Einsatz. Und es sieht, er sagt nun wirklich, er sagt viel stylischer aus. Mit dem goldenen Chakra-Gewand. Runde 2, beginnen! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Tja, jetzt wollte ich es wenigstens einmal versuchen, er sagt, den Durchbruch zu starten. Hat aber jetzt leider sag auch nicht gerade so viel gebracht, wie man ja sah. Generell sollte ich jetzt vielleicht mal versuchen, den Gegner auch ein bisschen mehr anzugreifen, wenn er sag am Blocken ist. Generell, wir laufen sag in den Block rein, machen dann aber nichts weiter. Während natürlich sag die Gegner an sich her sowieso jedes einzelne Mal weiter angreifen. Auch wenn es dann eigentlich hier bei meiner Sichtweise ist, eher so ist, wenn ich dann versuche, den blockenden Gegner anzugreifen, dann springe ich doch meistens ein Stück doch zurück. Ich schaff das. Aber gut, an der Stelle und generell auch schon an anderer Stelle in diesem Part habe ich ja, sag mal, versucht, das Kontern mal ein bisschen auszuprobieren. Also natürlich ja den Block, also die Blocktaste ja gedrückt halten und dann anstelle, mit der Kreistaste für eine Wurftechnik dann, wiederum die Viereck-Taste mal zu drücken. Nicht gewachsen. Der Sieger steht fest. Das reicht. Und dann sag mal ein Gegner, also einen gegnerischen Angriff zu kontern. Also wenn dann der Chakraspin kommt, um den Gegner ein bisschen ins Straucheln zu bringen. Und dann einen Gegenangriff zu starten. Hatte ich ja auch schon öfters mal gesehen. Selbst aber auch noch nicht ausprobiert. In keinster Weise. Man muss ja generell auch selbst mal immer mal wieder mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Aber an der Stelle hier hat es mir jetzt auch ein bisschen zu lange gedauert, bis der Gegner überhaupt, naja, eine Entscheidung traf. Weiterkämpfen oder nicht weiterkämpfen. So oder so haben wir eigentlich ja unseren Punktestand doch einigermaßen gut weit ausgebaut, muss ich sagen. Ich nehme nie etwas zurück, das ich versprochen habe. Das ist mein Weg des Ninja. Aber jetzt auch mal wieder an der Stelle ein Gegner, der wiederum nicht im Schunenrang ist. Gegen den wir mal wieder spielen. Tja, aber ansonsten sieht man jetzt, sag jetzt auch mal wieder hier an der Stelle, so verkehrt ist es in den meisten Fällen, sag ja auch nicht, einfach einen Jutsu nacheinander abzufeuern. Kann er, sag mal, sein, dass es nicht gerade sehr spieltauglich ist. Aber im Allgemeinen ist es, sag so, was Standardmäßiges, was er, sag auch so immer mal wieder klappen kann. An der Stelle ist es aber schon ein bisschen eigenartig, dass wir bis jetzt, nicht mal ein klitzekleines bisschen die Lebenspunkte des Gegners ankratzen konnten. Super,
Ich persönlich hatte jetzt eigentlich nicht so recht das Gefühl gehabt, als würde jeder einzelne meiner Angriffe nichts bewirken. Okay, jetzt wenigstens ein klitzekleines bisschen Lebenspunkt abgezogen. Aber den Kampf können wir sag nun wirklich getrost abschreiben. Hm? Runde 1 ginge, sag leider, an den Gegner. Dann jetzt erstmal ringfrei für die Runde 2. Meine Künstlerseele will scharf. Hoch mit dir! Super kleine Bisubambe! Du benötigst wohl meine Hilfe. Super kleine Bisubambe! Tja, da hat man jetzt sagt wirklich auch ziemlich häufig jetzt super kleine Bijoubombe gehört. Aber hey, im Vergleich zur ersten Runde haben wir jetzt den Gegner mal wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte abziehen können. Und generell hätte ich jetzt zuerst auch nicht dran gedacht, dass der Angriff von Kakuzo... Tja, mit seinem Blitzherz... ...so eine Reichweite hätte. Hätte ich jetzt sogar auch nicht gedacht. Aber wie dem auch sei, es sieht doch jetzt auch einigermaßen jetzt machbar aus. Sagte er und wurde mal wieder von der Bijoubombe getroffen. Aber nun ja, an der Stelle war jetzt auch mal wieder das Chakra leider ausgegangen. Und an der Stelle wurde jetzt auch mal wieder falsche Gegner angegriffen. Aber sei es drum, falscher Gegner angegriffen oder auch nicht. So oder so sieht es doch jetzt einigermaßen gut aus. Du benötigst wohl meine Hilfe. Könnte allerdings jetzt noch ein bisschen knapp werden. Du dreckige Made! Du benötigst wohl. Aber ein Konzert ist fertig. Super kleine Bisubambe! Du gehst nirgendwo hin! Alles besser! Super kleine Bisubambe! Du kannst super kleine Bisubambe! Du kannst nicht Hilfe! Du benötigst wohl meine Hilfe. Aber gut, jetzt haben wir den Gegner eigentlich wirklich genau dorthin gebracht, wo wir ihn haben wollten. Bis dann. Auch wenn es jetzt auch mal wieder vom Spiel ein bisschen schwachsinnig ist, den Gegner einen Lebenspunkt dazulassen. Aber hey, Ausgleich 1-1. Es steht, er sagt jetzt hier alles mal wieder ziemlich offen. Muss man sagen. Der Gegner hat jetzt sowieso auch keine Tauschjutsus mehr übrig. Da sind wir jetzt wiederum sehr stark im Vorteil. Und hatte jetzt an der Stelle sowieso auch
nicht so häufig mit dem Ultimate von Momoshiki gerechnet, als was es jetzt gesagt zustande kam. Aber hey, Glück für uns jetzt an der Stelle. Aber gut, das sieht doch jetzt auch mal wieder gut aus. Hätte man jetzt so eine Verbundtechnik eingesetzt, hätte das Ganze noch ein bisschen besser und stylischer ausgesehen. Aber so oder so, wir haben es am Ende dann doch noch hingekriegt, aus diesem Match einen Sieg herauszuholen. Tja. Und wie man es eigentlich vorhatte, hat man jetzt sowieso auch schon mal einige Punkte hinzugewonnen. Aber so oder so, das war es dann jetzt erstmal gewesen. Für diesen Part war es das dann gewesen mit Kawaki, Momoshiki und Naruto im Baryon-Modus.